Rainer, ich freue mich sehr. Ja, ja. Was machen wir denn jetzt? Jetzt ist Toni. Jetzt trinken wir erstmal. Toni ist hier der Pizzagott in Italien. Ach so. Und ich weiß ja, dass du Pizza Senza Danza in Wien hast. Du bist eigentlich der Pizzagott Österreichs. Und ich dachte, ihr beide lernt euch mal kennen. Geil. Okay. Ihr wart schon ziemlich skeptisch, als ich gesagt habe, wir gehen hier zu Pizza Toni und so. Und ja, ich habe schon, weil ich weiß auch, dass San Francisco kulinarisch wirklich, also was die gehobene Küche angeht, die sind da echt stark. Und dann sagt der Frank, wir gehen zum Toni. Und dann schaue ich hoch, Pizza, napolitanische Pizza. Und dann sage ich, hä, was machen wir denn hier? Und das Essen schmeckt in San Francisco fast nirgends besser als bei Toni Gemignani. Der Mann und seine auf Stein gebackenen Pizzen sind eine Institution in Kalifornien. Er hat als Amerikaner in Neapel den ersten Preis für die beste neapolitanische Pizza der Welt gewonnen. Und das ist noch nicht alles. I'm Toni Gemignani, 13-time World Pizza Champion. I'm known in the pizza industry for making some of the best pizza in the world, and I'm a pizza acrobat. So I've won a number of awards in Italy and in the U.S. Herzlich willkommen, Toni's Pizza. Where's Toni? Inside. Let's go. Toni! Ah, da ist er schon, da ist er schon. Hey. Toni! How's it going? Good, how are you? Hey! Hey. Welcome. Nice to meet you. Nice it's a pleasure. All right. Chefs, huh? What a great place. Thank you very much. So, and this is the heart. This one is the heart. This is the heart of my restaurant. Yeah. This is where we make true Neapolitan pizza here. So this is a soft dough, like you said. So, Jungs, kurz zuhören, bitte. I'll show you how I make my award-winning margherita pizza. Yeah. So, habt ihr schon mal Pizza gemacht? Du schon, aber Frank, du? Was denn? Schon mal selber Pizza gemacht? Ja, klar. When I look at the mozzarella fiordalatte, it's always strong on the outside, but kind of creamy in the middle. I'm gonna do skin side down. Skin side down because the strength of it will cup it. It won't be too wet. When you ever have a margarita and it's really soupy, really wet, if you do skin side down, it's the water from the mozzarella, So, a little salt. Ja, das finde ich sehr gut. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Eine Prise Salz. Come over, Chef. Ja. Es gibt kaum Italiener, die wirklich Salz drauf nehmen, mit Salz arbeiten. Stimmt, hast du recht. Genau. Ah, der zieht das rüber. See how soft it is? Yeah. Yeah. Okay. Alex, wo kommt denn die Liebe zu Pizza her bei dir? 110 Angestellte, die sonst ihren Job verloren hätten. Wir haben mal irgendwas überlegen müssen, ja? Wie wir da dieses Pizza-Pop-Up zu Corona-Zeiten gemacht haben, da war es echt so, dass ich die ersten Male mich hingestellt habe. Und ich bin da jetzt noch. Ich Pizza machen, da bin ich raus. Das ist eine eigene Sportart. How many degrees do you have inside? 900 degrees. 900 degrees? 900 Fahrenheit. Grad? Fahrenheit. It's like 500? Fahrenheit. See. Oh. Schau es an. I want to try. You want to do it? Okay. I want to try. Oh, it smells very good. It was nice and soft. Yeah. Das ist schon gut. Mm. Also, was mir hier sehr gefällt, ist dieser wirklich, du spürst den Salzgehalt. Und die Frucht der Tomate finde ich unheimlich stark. Das ist halt eigentlich, das kriegst du im Elektroofen halt schöner hin. Aber gerade das macht den Charakter von der Pizza, dieses Verbrannte. Ja. Aber findest du nicht? So, wenn ich das jetzt mal probiere, habe ich dieses Verbrannte im Mund. Ich mag das. Aber das ist gut. Dadurch, hör zu, ich bin noch nicht fertig. Dadurch, finde ich, geht wirklich ein Geschmack von dem Mozzarella und auch von der Tomate ein bisschen verloren. Das müsst ihr mir recht geben jetzt, kommen. Das trägt die Tomate. Das gibt der Tomate noch mehr Körper. Kost doch einfach und sag mir, ob es dir schmeckt. Hab ich ja gekostet. Schmeckt's dir? Oder denkst du jetzt nach, ohne es Nein, es schmeckt mir. Hab ich ja also ich nicht finde, noch. Die Tomate braucht diesen Brand. Mhm. Das Einzige, was ich nicht machen würde, ist, ich würde den Basilikum immer schon mit in die Soße verarbeiten, reinzupfen. Ich würde den am Schluss drauf geben. Und ich würde dann, ja, aber dass die Tomate etwas Basilikum schon hat. Und dann würde ich das Basilikum zum Schluss, kann ich eben zu Ende sprechen? Ja. Entschuldigung. Und dann würde ich... Was bist du jetzt so pissig? Entschuldigung. Weil du mir nicht zuhört. Entschuldigung. Wir haben schon zugehört. Du würdest Basilikum in die Tomate reinhacken. Du denkst, dass wir dir nicht zuhören. Ich bin nicht einer, der jetzt irgendwie klein gibt, wenn mir irgendwas nicht passt. Das nicht. Also ich habe eine Linie, ich habe Werte und da vertrete ich schon meinen Standpunkt. Wir hören dir immer zu. Bist du angsthoffen? Wie ernst der geworden ist. Es ist einfach so, wenn Kräuter starke Hitze bekommen, schmecken sie nicht mehr. Ja. Ich schmecke überhaupt gar kein Basilikum. Ich schmecke nur den verbrannten Teig.
Na, das können die hochdekorierten Köche aus Europa ja gleich besser machen. So now I'll have you make a pizza. Yeah, I can go by myself. You could choose whatever you want. I have all the ingredients lined up for you. Frank fängt an. Aber hat er überhaupt eine Chance? Alex hat die meiste Pizza-Erfahrung. Das sieht sehr einfach aus im ersten Moment. Aber als er dann gesagt hat, hier, ihr dürft ja selber gerne eure eigene Pizza machen, aber habe ich schon gemerkt, ich habe jetzt echt riesen Respekt davor. Bello, bello impossibile. Ja, genau so. Der ist schon sehr heiß, bist du wahnsinnig. Teig aufmachen ist schon mal schwer, aber mit dem Ofen hantieren, das musst du können. Ja, also da habe ich Schwierigkeiten gehabt. Looks good. Take it out. Jawohl. Oh. Okay. Looks very good. Chico Bello. Heiß. Wie kommt Franks Kreation bei seinen Mitreisenden an? Und vor allem beim 13-fachen Pizza-Weltmeister. Sehr gut. The salt's nice. The salt is nice. Mm. Tony is good. He did good. Yeah, very good and tasty. Competition. Yeah. Competition. Kompliment. Sehr gut. Jetzt kann Alex zeigen, was er beim Zuschauen in seinem Pizza-Pop-Up-Restaurant gelernt hat. Ich bin echt froh, dass ich da meine Jungs habe bei mir, die das Handwerk einfach beherrschen. Ob die deutschen Mitreisenden dem Wiener Alex gleich das Handwerk legen? Der erste Bissen. Weltmeister Toni ist gespannt. Und was sagt der Pizzabäcker selbst? Boah, das ist sehr salzig. Ja. Mit Chai. Der Toni, der ist ja nicht irgendein Weltmeister, der bietet in seinem Restaurant da 6 verschiedene Pizzasorten an. Und ich muss schon sagen, da ist man schon ein bisschen nervös, wenn man dem was vorsetzen muss. Not bad. Competition. So, jetzt bin ich dran. Hat Alex sich den Sieg versalzen? So, ich mache das jetzt mit Zucchiniblüten. Die sind gefüllt. Ja. Mir ist wichtig, dass der Teig nicht roh ist. Das ist für mich extrem wichtig. Go for it. Und wichtig ist bei einer Pizza, wenn du sie umdrehst, du musst immer an dieselbe Stelle wieder hin. Weil da ist es kühler. Und wenn du sie auf die andere Seite nimmst, ist wirklich so, verbrennst du die Pizza. Denkst du wirklich, dass das bei 500 Grad einen Unterschied macht? Ah, sieht doch gut aus. Here. Too less? Ja. What about outside? We have a couple of people who are waiting. We open in 6 minutes. Okay. So. What I want you to do is I want you to go out and see if they like to try it, see how good. Yeah, you they can see try. See if my customers yeah. will. Yeah, okay. Think it's good. Let's have a try. Ali's Pizza. Okay. This is too teigig. This is not durch. This is not durch. Thank you. Ja, Arschgeigen. Fix euch. Die ist super. Here, let's try. You told me it's finished. You told me it's finished. No. Yeah. No. Hat er gesagt? Are you chef or no chef? It's doughy. Huh? I'm not pizza chef. No. A little doughy. Yeah. But the flavor is really good. Ah, thank you. It's doughy. Aber du hast gesagt, das Wichtigste ist dir, dass der Teig durch ist. Aber ich muss es ja nicht essen. It's doughy though. Which one was the best? Ja. Rossini. This guy's number Rossini. One. Come number here. One. Come on. Super! Du kannst bei mir anfangen. No, no. Can you give me a space in your menu? Ich habe angestellt. Du kannst aber auch gerne anfangen. Nein, ich möchte einfach nur in deiner Speisekarte. Ja. Du kannst sagen, Pizza Rosa Rosini.